Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht nach... Ach, ich verrate es einfach nicht. Lasst euch überraschen. Ich bin am Flughafen, wie ihr seht. Was ich noch sagen wollte, ich fliege weit. Ich komme erst, also heute ist Sonntagvormittag und ich komme erst Montagabend an. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ja, erstmal gönne ich mir mit diesem Ausblick einen Latte. Und dann geht's auch gleich zum Gate. So viel Zeit habe ich heute gar nicht. So, ich bin jetzt in Warschau in der Lounge und futter erstmal hier eine Gurkensuppe, bevor es weitergeht nach Doha. Zum nächsten Zwischenstopp. Wie ich kostenlos in diese Lounges komme, könnt ihr im angepinnten Kommentar sehen. Das Coole hier in diesen Lounges ist, dass es eine Dusche gibt. Gerade bei längeren Transfers kann man sich hier duschen. Ich finde es super. Zu schön, der Platz neben mir ist frei und alle Gäste sind an Bord. Dinner Time, das ist Beef mit Kartoffelbrei und Gemüse. Hier ist noch ein Nachtisch. Und das ist so ein Salat mit Wassermelone und ein bisschen, weiß nicht, keine Ahnung. Dann gibt es noch eine Cola, Wasser und Brot. Ich bin in Doha, da ist der berühmteste Teddy der Welt. So, hier wäre ich zur Lounge hochgegangen, da stehen die schon unten, weil es zu voll ist, aber also der ganze Flughafen ist hier schon richtig voll, Menschenmassen und es ist so 23.50 Uhr oder so. Und ich soll jetzt an meinen Gate C24 gehen und da gibt es noch eine Almaha Lounge. Heute muss ich mal mit dem Zug fahren zu Gate C. Also wenn ich nicht wüsste, dass ich hier im Flughafen bin, würde ich denken, ich bin hier im Dschungel. Da steht mein Flugzeug schon. So, jetzt geht's weiter. Diesmal habe ich mir denselben Sitzplatz, also die Sitzplätze am Fenster habe ich mir extra dazu gebucht, weil ich bei so einem langen Flug tatsächlich wirklich gemütlich sitzen will. Ich weiß gar nicht, was die gekostet haben. Ich glaube insgesamt 50 Euro oder so. Jedenfalls ist es praktisch derselbe Sitzplatz wie beim vorherigen Flug, aber diesmal sitze ich an der Tragfläche, also ein ganz anderes Flugzeug. Und, aber ich glaube viel neuer, sehr viel moderner hier der Bildschirm und alles. Regen in Katar. Ich bin angekommen. So, jetzt brauche ich ein Visum on Arrival. Stehen hier alle an. Ich gehe ganz nach hinten, das ist die Schlange am kürzesten. Meine Geduldsprobe
Internet hier 18 GB plus 16 GB for free kostet 14 Euro in etwa. Du, hab mir erstmal ein Grab bestellt. Hier ist mein Fahrer. Also 10 Euro. So, auf geht's. Wir sind angekommen. Er checkt erstmal, wo ich hinlaufen muss. 200.000 bekommt er. Das sind ein bisschen über 10 Euro. Und so sieht meine Wohngegend hier aus. So, ich habe kurz mal mein Outfit verändert. Es ist so warm hier. Es ist einfach nur schön. Und jetzt versuche ich mal irgendwie ans Meer zu kommen. Dazu muss ich erstmal auf die Hauptstraße. Ohne jegliche Akklimatisierung stürze ich mich gleich in den Night Market. Ich habe mir erstmal hier so einen Juice bestellt. Kostet ein bisschen über einen Euro. Mango und Drachenfrucht. Hier, diese Früchte kenne ich aus Tansania. Die heißen da Stakafelli. Und hier heißen die so wie Sau Sup oder so. Konnte ich nicht richtig verstehen. Eieiei, das ganze Plastik hier, das tut mich tatsächlich schon ein bisschen leid. Und ich überlege mir, ob ich mir hier so einen Becher kaufe, den ich immer wieder verwenden kann und den ich dann irgendwie hier lasse. Ich bin jetzt am Strand angekommen. Hier stehen noch lauter Mopeds. Und der Strand heißt so Sindu. Und ich schau mal, wo das Meer ist. Richtig schön. Es ist zwar kein Vollmond, aber so ein bisschen Glitzerwasser gibt es doch. Warm. So, ich gehe jetzt erstmal hier was Leckeres essen. Ich bin total K.O. Ich hau mich jetzt in mein Bett, denn morgen früh muss ich wieder ganz früh aufstehen. Es geht schnorcheln nach Nusa Penida. Ja, ich hoffe, dass ich euch mitgenommen habe jetzt hier nach Bali. Hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann geht's nach Nusa Penida. Ciao!